Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks. Und wir haben noch 7 Stunden Premium. Es ist das Gute, wenn man dann am Nachmittag, späten Nachmittag Premium einlöst, einen Tag hat, dann kann man an 2 Tagen mal spielen. Ich hoffe mal heute nicht so viel zu ragen. Versuchen wir es mal mit dem dicken Max, der ist dran. Das ist der letzte, glaube ich, mit nur einem Gefecht. Jo. Dann geht es bei den Italienern wieder weiter. Sahariano. Okay. Na gut, lassen wir uns mal überraschen. Dicke Max ist so ein komisches Gerät, finde ich. Ich mag ihn gern, aber meine Winrate auf dem Hauptaccount oder so, die ist meistens nicht so ganz tolle. Lustigerweise, aber ist egal. Das ist jetzt eine interessante Frage bei der Map. Rechts oder links? Dahin fahren, wo alle hinfahren. TDs. Mit der AT-8 ist klar. Da fahren viele hin. Das gut ist. Okay, machen wir das mal so. Man steht schon da vorne. Nicht so weit hinten hin, aber auf die obvious Positionen. Du bist Ass. Da ging voll durch ihre Panzerung. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Schon so weit vor, ey. Ups. Kann man die platt schießen, die Häuser da? Ne, hat nicht. Mal gucken, ob ich von hier aus den. Wenn er mal wieder offen ist. Da hinter dem Puckel hängt der. Rast dadurch. Oh.
vorsichtig, finde ich. Fast. Nee, geht. Das ist ein Problem. Nicht gut. Na, vielleicht kommt der KV-85 gleich hier rum. Diese scheiß Hellcat muss weg. Okay, das ist schon mal gut. Kann ich hier runter? Ich glaube nicht so gut, ne? Das ist besser. Ich weiß halt gar nicht. Sieht hier so schlecht aus. Weg, ne? Diese scheiß Arti da, ey. Na, da könnt ihr natürlich machen. Ja, alles diese blöde Arti da irgendwie, ne? Ah, das ist die Kleine, ne? Ich hab dann auch irgendwie noch zu spät. Der hat nur für die Arti gespottet. Das ist das Blöde halt. Hätte ich auch. Ah. Mist, da habe ich mir auch reinlegen lassen. Ärgert mich am meisten. Aber das ist auch ein Mistding, diese FV. Da bin ich einen Schuss da reingebracht, ne? In diesen blöden KV. Oh, die Alternative wäre auch gewesen. Hinten stehen bleiben und auch nichts machen, ne? Und anders wäre auch nicht passiert, außer dass ich dann irgendwann
zum Schluss dann, wie jetzt die Arti irgendwann überrommelt werde. Also so, das wisst ihr aber, naja, okay, aber die Insel, eigentlich ist die Inselroute eigentlich überhaupt nichts Gescheites. Wäre vielleicht, war vielleicht eine dumme Idee. Aber wie gesagt, ich war mir unschlüssig. Aber im Nachhinein war es eine richtig dumme Idee. Ja. Die. Auf jeden Fall ein Arti-Fahrer, also meiste. Panzer mit den meisten. Ein Arti ist hier. Und dann hier die beiden Artis noch. Naja. Arti-Profi. Schlimm, schlimm. Na gut, ich kann nichts machen. Selber schuld. Nichts bei rumgekommen. Kommt noch nichts. Kommen auch keine Kredits bei rum. Wie gesagt, ich glaube, ich sollte bei der. Und TD eben auch immer auf die linke Seite fahren, auf die andere Seite. Von der anderen Seite ist es sowieso egal. Nicht toll. Die hat uns aufgehalten da und dadurch, dass wir dann da stationär waren, wollte die ganze Zeit, konnte die ganze Zeit dann nur aufgespottet worden von dem KV, wollte, konnte die ganze Zeit die Arti draufhalten. Ne? Dann haben wir alle restlos weggefickt. So, wenn man das mal so sagen will. Na toll. Aber ist, du willst was machen, du willst ja nicht dumm rumstehen. Letztendlich einfach nichts tun und warten, bis man dann doch irgendwann gekillt wird, ist doch auch nichts, ne? Auch nicht schön. So, aber wie gesagt, ich hätte mich hier für die andere Seite, auf die andere Seite fahren sollen. Jetzt nehmen wir den Sahariano noch eine Runde. Gut, jetzt sind wir die zwei alle. Wie haben wir eigentlich Maximum 2, 3? Ach, ist okay, jetzt ist ja okay. Macht nichts. Okay. Ach, das sind 3er. So. Mal zurückholen. Schon verteilt die Crew irgendwo. Ja, im 14 sitzen die hauptsächlich. Ist okay. Ja, okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Das ist auch so ein. Da gibt es auch wieder diese komischen Matchmakings. Hier 3. Da sehen wir alle Mediums auf einer Seite. Aus welchem Grund auch immer. Okay, das ist jetzt ein 4er Matchmaking, das ist ein bisschen anders. Das ist natürlich nicht so ganz dolle. Da funktioniert es bei 4er Matchmakings, die Verteilung. Komischerweise. Na, was mache ich denn jetzt? Bin ich ein bisschen. Versucht von hinten ein bisschen auf die den Marktplatz quasi auf den Brunnenplatz zu schießen. Weil alleine irgendwie auf dem Hilden da. So sieht das nicht gut aus, ne? Kann das sein, dass das schlecht ist? Oh Mann. Dreijack ist schon da oben. Das wird
nicht so gut. Schießt er da rein, blind, der eine. Kommt der VK da um die Ecke? Ne, der ist da. Mist. Mist. Veicolo nemico distrutto. È rimbalzato. Corazzato nemico danneggiato. Bersaglio acquisito. Bel colpo. Singolo colpito. Li abbiamo danneggiati. Questo è rimbalzato. L'abbiamo preso. Cerchiamo un'altra bersaglio. Li hanno presi. Tutti fuori. Auch die Valentine 2, ne? Die andere Mathilda. Einfach nur dumme Entscheidungen. Das kommt noch dazu, dass ich jetzt erst dann auch noch ein FCM-Pack dann da hinten steht, dann auch noch da schon eh dann blöd da aufs Dorf zu fahren. Aber das Matchmaking war gar nicht so schlecht. Was schlecht war, war einfach, dass die einfach nie in die Stadt gefahren sind mit ihren Stahlmonstern. Ganz einfach. Die Valentine 2 gehört eigentlich auch dazu. Die hätte auch. Aber egal, das sind solche Sachen. Okay. Einfach von Anfang an da unten an der Base stehen zu bleiben und gar nichts machen, ist. Na, okay. Was sag ich dazu? Typische Spiele wieder. Gut, das erste. Sagen wir mal so, zweite ging ja noch, aber da kannst du nichts machen, aber das erste, das ist eigene Schuld, das zweite, quasi eigene Schuld so ein bisschen, das hätte ich schon besser machen können. Zweite, da war eigentlich nichts zu machen. Wenn du Low-Tier bist und also die Top-Tiers da einfach, na gut, von vornherein das Feld räumen, dann machst du nix. Okay, ich sag da mal tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder ärgern in World of Tanks.